Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Game-Ini-Video. Heute dreht sich, wie ihr im Titel ja schon gelesen habt, um den Tag-Nacht-Zyklus, aber auch um den Verfall und die Übernahme von Items und Dinos. Diese beiden Punkte werden wir heute in diesem Programm durchgehen. Auch hier nochmal als kurze Info, wenn ihr auch die kostenlose Version von Beacon benutzt, auch hier ist der Tag-Nacht-Zyklus sowie der Verfall und Übernahme von Dinos und Items auch mit drin. Also ihr müsst nicht die kostenpflichtige Version für diese Funktion haben. So, dann kommen wir mal zu den Einstellungen. Also, wenn ihr standardmäßig den Tag auf 1 stellt und die Nacht auf 1 stellt, habt ihr einen ganzen Tag von 60 Minuten, der geht dann 41 Minuten. Der Tag und 18 Minuten die Nacht. Jetzt könnt ihr das Ganze umstellen. Ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr ein Komma benutzt und nicht den Punkt, weil wenn ihr seht, wenn ich jetzt einen Punkt machen würde, sieht er das als die Zahl 5 und nicht als 0,5 an. Ganz wichtig, also Komma 5. So, wenn ihr sobald das so einstellen würdet, sobald die Zahl hier kleiner macht, wird die Nacht länger. Jetzt habt ihr im Prinzip 37 Minuten Nacht, 41 Minuten Tag und dafür geht euer Tag 78 Minuten. Wenn ihr es aber so haben wollt, dass die Nacht kürzer wird, macht ihr als Beispiel mal auf 3. Dann haben wir nur noch 6 Minuten Nacht und dafür halt einmal noch 41 Minuten Tag. Der Tag insgesamt geht 47 Minuten. Ihr könnt aber auch dementsprechend sagen, okay, wir wollen einfach übertrieben lange, jetzt habe ich den Punkt gemacht, Schatz, Komma. So. Ihr wollt übertrieben lange Tag haben und extrem kurz nur die Nacht, dann macht ihr zum Beispiel 0,5, dann habt ihr 82 Minuten Tag und 6 Minuten Nacht und insgesamt 88 Minuten euren Tagesablauf. Hier könnt ihr ein bisschen rumspielen, wie euer richtiger Tageszyklus wird. Hier unten bei Aberration müsst ihr ein klein wenig gucken, wie ihr das Ganze einstellt. Das ist halt so eine Sache, da müsst ihr ein bisschen gucken. Was ihr halt hier gerne hättet. Also ihr könnt hier im Prinzip einstellen, wie lange der Tag sein soll, wie lange die Nacht sein soll. Dann seht ihr das hier mit Aberration. So, dann würde ich sagen, ich zeige euch mal, wie das Ganze aussehen würde, wenn wir jetzt das exportieren, also wenn ihr es einfügen müsst in die Game-Ini. Wir haben in den Game-User-Setting-Inis hier unten ein paar Einstellungen, die wir einfügen müssen. Dieses Mal nicht in der Game-Ini. Ihr seht, hier in der Game-Ini ist dieses Mal nichts drin, was ihr braucht. Das hier hat mit dem Verfall zu tun, das hat nichts mit dem Tag zu tun. Ihr seht, wir haben hier zum Beispiel die Zeilen. Muss mal selber kurz gucken, wir sind ja hier unten, wir müssen ein bisschen runterscrollen, immer unter diesem Bereich Server Settings. So, ihr seht hier zum Beispiel der Day Cycle Speed müsst ihr einstellen, den Tag Speed Scale. Alles, was im Prinzip mit Tag zu tun hat, hier Night Speed, das müsst ihr einstellen. Diese Einstellung müsst ihr im Prinzip kopieren, bei euch in die Game Mini reinsetzen und dann habt ihr automatisch schon diese Einstellung. So, kommen wir mal zum Verfall und Übernahme von Dinos und von Items. So, ihr seht hier unten die Auflistung des Materials und auch, ob es ein Dino ist. Haben wir nämlich genau hier Kreatur. So. Wenn ihr im PvE-Modus das aktivieren wollt, dass Dinos übernehmbar sind und halt auch Items übernehmbar sind, macht ihr einen Haken rein. Wenn ihr PvP spielt, müsst ihr das auch noch zusätzlich reinmachen. Halt zusätzlich. So, hier haben wir jetzt erstmal den Structure Decay Multiplayer. Wir haben jetzt hier zum Beispiel aktuell, wenn man das so lassen würde, wäre, wir machen es noch für PvP mit, dann, dass ihr es seht, wir wollen. So wäre also nach 4 Tagen wäre Strohprinzip übernehmbar. So, jetzt machen wir das hier rüber, gehen den Wert mal auf 5 und zack, wären es 20 Tage. Müsst ihr überlegen, Stroh ist halt dann 20 Tage, dafür ist aber dann Tech bei 100 Tagen. Das müsst ihr ein bisschen gucken, wie ihr es einstellen wollt, ob ihr Stroh niedriger setzt, hoch setzt, das müsst ihr selber gucken. Bei Kreaturen genau das Gleiche. Wir haben aktuell, haben wir jetzt zum Beispiel 40 Tage. Wir können aber auch auf 3 gehen. Dann haben wir nur noch 24 Tage, das auch euch überlassen. Dann haben wir auch nochmal den Group Decay Multiplayer, den können wir auch nochmal einstellen. Machen wir jetzt hier zum Beispiel mal auf 5. So. Dann könnt ihr noch ein paar Einstellungen hier treffen, wie ihr das gerne möchtet oder ob es einen Fast Decay Period geben soll. Das könnt ihr auch nochmal alles einstellen. Ihr könnt aber auch hier einstellen, dass wir einen automatischen Destroy der Strukturen haben. Das heißt, im Prinzip nach 20 Tagen wären die Sachen nicht, also sind sie übernehmbar, zerstören sich aber auch nach 20 Tagen. Das könnt ihr auch nochmal einstellen. Wir können nämlich hier auch den Timer hochstellen,
dann seht ihr zum Beispiel, nach 20 Tagen wäre es übernehmbar, aber nach 60 Tagen geht es kaputt. Mach es mal so, dann ist es nach 40 Tagen geht es zum Beispiel kaputt. Ihr könnt aber auch zum Beispiel einstellen, wenn ihr das nochmal so machen wollt, dass die Basen nach 20 Tagen übernehmbar sind und nach 22 Tagen kaputt gehen. Da hat man nochmal so ein klein wenig eine Zeit, das zu übernehmen, bevor es halt einfach kaputt geht. Das könnt ihr einstellen. Ihr könnt aber auch so einstellen, dass ihr es so macht, dass die Sachen automatisch kaputt gehen, sobald ihr und die Kreaturen automatisch sterben, sobald die Übernahme kommt. Das sind diese beiden Haken hier. Wenn ihr das reinmacht, dann geht es automatisch kaputt, sobald die Übernahme ist. Wenn ihr das reinmacht, sterben die Tiere automatisch. Das könnt ihr auch nochmal überlegen. Wie gesagt, diese Abteilung ist eher für das Töten fast da. Sieht auch bei Kreaturen, nach 24 Tagen geht es dann direkt auch das Tier kaputt. So, das ist eigentlich schon alles, was man hier einstellen kann. Aber es ist relativ easy, aber man sieht halt, was passiert. Und auch da haben wir wieder, wenn ihr am Ende auf Exportieren geht, haben wir in der Game Indie, dass wir diesen Fast Decay müsst ihr nicht reinnehmen, wenn ihr ihn nicht haben wollt. Das ist halt das schnell übernehmen, das könnt ihr rausnehmen, wenn ihr da wieder keinen Bock drauf habt. Und den Rest findet ihr wieder hier unten in den Server Settings. Da haben wir hier auch wieder die ganzen Einstellungen, Only Decay, Unsnap, bla bla bla. Dieser ganze Punkt, den wir mit hier drin stehen, haben einfach bei euch in die Game User Setting dieses Mal kopieren, also unter Game User Setting unter die Abteilung User Settings einfach reinkopieren und das war's. Wie gesagt, Game Indie haben wir dieses Mal nichts mit drin. Und ja, wenn ihr Fragen habt, Leute, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, wir haben schon weitere Folgen zu Game Indie gemacht. In der nächsten Woche werden wir ein bisschen Abbauraten und Item-Level. Also es kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was, bevor wir mit dem Programm durch sind und wir halt auch noch Einstellungen betreffen, die nicht mit diesem Programm gemacht werden. So, Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge der Game Indie-Reihe. Bis dann, ciao.